noch kurz Julia Meyer zu mir bitten für noch ein paar Fragen. Denn was mich ganz besonders interessiert, Julia, Sie haben letzten Samstag den Staatsmeistertitel geholt bei der Midsummer Track Night. Morgen sind Sie bei der Staatsmeisterschaft über 10.000 Meter am Start, übermorgen beim Frauenlauf. Wie schaffen Sie das körperlich? Viel Training. Mein Trainer ist da dahinter, dass ich viel Stunden mache. Ich bin das gewohnt und wir wissen aus Erfahrung, es hat schon mal öfter funktioniert, also zwei Wettkämpfe hintereinander. Ich brauche oft so eine Vorbelastung, dass es dann meistens am nächsten Tag sogar besser rennt als beim ersten Wettkampf. Ja, ich würde mich freuen, wenn die Leute, die jetzt hier so am Pratergelände sind, morgen um 19.10 Uhr bei der Bahn vorbeizuschauen, gleich nebenan und mich anfeuern. Wenn man sich Ihre Zeiten jetzt so anschaut, dann könnte man denken, Sie fühlen sich auf der Straße sogar noch wohler als auf der Bahn. Ist das richtig? Ja, doch. Also es ist auf der Bahn auch cool. Ich habe einfach noch nicht so viel gute Möglichkeiten gehabt, auf der Bahn meine Leistungen zu zeigen. Es war ein Corona-Jahr dazwischen, wo viele Wettkämpfe einfach abgesagt worden sind. Und jetzt komme ich aber auch auf der Bahn ein bisschen rein und es macht auch Spaß. Und wie sehr freuen Sie sich auf den Spirit, wenn Sie dann mit so tollen Spitzenläuferinnen und vielen, vielen tausenden Frauen im Rücken dann laufen werden am Sonntag? Ja klar, wie schon angesprochen, es ist einfach das Gemeinschaftsgefühl und der Andreas holt halt immer europäische bzw. die Weltspitze nach Wien und ich freue mich einfach, da bekannte Gesichter zu sehen und mich mit denen dann zu betteln. Und sehen Sie Ihre Mitläuferinnen dann auch als Konkurrentinnen natürlich, aber teilweise auch als Freundinnen, weil jeder hat ein Lächeln im Gesicht? Ja, es ist ganz besonders, ich weiß nicht. Es ist nicht unbedingt die Konkurrenz. Man läuft halt gegen sich, man läuft mit sich selber, man läuft gegen die Uhr und nicht gegen die anderen. Von dem her ist es schön, auch stärkere Läuferinnen neben sich zu haben und da einfach mitziehen zu können. Dann wünsche ich viel Erfolg am Sonntag und wir sind dann gespannt, was rauskommt. Dankeschön. Danke.